Once to Watch. In dieser Woche mit Kobbie Mainoo, Man Uniteds Top-Talent im zentralen Mittelfeld, Louis Rees-Sammet, dem Rugby-Supertalent auf dem Weg in die NFL und Stefan Jäger, dem deutschen Golfer, der in Houston den Weltranglisten-Ersten in Schach hält. Bellingham, Saka, Palmer und so weiter. Es scheint, als wäre die Liste englischer Talente fast endlos. Seit ein paar Monaten ist ein weiterer Name dazugekommen. Kobbie Mainoo, 18 Jahre, zentraler Mittelfeldspieler bei Manchester United. Trickreich, wendig, dynamisch und trotzdem mit guter Übersicht. Auch deshalb der Engländer seit der vergangenen Länderspielpause von Gareth Southgate zum A-Nationalspieler gemacht. Beim 2:2 gegen die Belgier sogar in der Startelf neben Declan Rice im defensiven Mittelfeld. Und auch im Club mittlerweile eine feste Größe. Nach einer Sprunggelenksverletzung zu Beginn der Saison spielt Kobbie Mainoo zum Ende letzten Jahres sich in der Startelf fest. An den letzten 13 Spieltagen von Beginn an im zentralen defensiven Mittelfeld aufgeboten. Allein die Offensivqualität noch ausbaufähig. Bisher steht der gebürtige Stockporter erst bei einem Treffer in seinen 16 Premier League Einsätzen. Dennoch, mit bald 19 Jahren schon jetzt eine feste Größe im United-Mittelfeld. Genügend Zeit zur Verbesserung also sowieso noch vorhanden. Er ist oder vielmehr war eines der größten Rugby-Talente der Welt. Doch mit nur 23 Jahren beendet Louis Rees-Sammet seine Karriere. Allerdings nur zugunsten eines anderen Sports, denn der Waliser versucht es jetzt mit einem etwas kleineren Ei unterm Arm, als Running Back und Receiver bei den Kansas City Chiefs in der NFL. Die Aufgaben dabei ähnlich. Als Rugby-Spieler war er auf der Position des Außendreiviertels der Vollstrecker für einen Versuch, also ähnlich einem Touchdown. Das soll der 1,91 Meter Mann dann weiterhin so erfolgreich wie bisher machen, nur eben in einer etwas anderen Sportart. 2021 schafft er damals als Rugby-Talent im Alter von 18 Jahren beim Six Nations Turnier den Durchbruch auf der großen Bühne. Zuletzt war Rees-Sammet bei Gloucester Rugby in der englischen Premiership aktiv. Mit seinem Verein einigte er sich auf eine Vertragsauflösung, die den Weg nach Amerika für das Supertalent freimacht. Finanziell dürfte sich der Wechsel in jedem Fall lohnen. Das Mindestgehalt eines NFL-Kaderspielers ist rund 5-mal höher als das Durchschnittssalär in der Rugby Premiership. Es war die Sensation der vergangenen Woche. Der erste deutsche Sieg auf der PGA-Tour seit mehr als 9 Jahren. Nach Alex Jägers Erfolg bei der Puerto Rico Open 2015 gewinnt mit Stefan Jäger wieder ein deutscher Golfer ein Turnier auf der großen amerikanischen Tour und setzt sich bei der Texas Trillions Houston Open dabei gegen keinen geringeren als den Weltranglisten-Ersten und derzeit fast unschlagbaren Scottie Scheffler durch. Der verpasst mit seinem Putt aus rund 1,5 Metern das Birdie und ein mögliches Playoff auf dem letzten Loch. Stefan Jäger freut's und wird nach Martin Keimer, Bernhard Langer und Alex Jäger, der vierte PGA-Tour-Turniersieger aus deutschen Golflanden. Der große Triumph nach 135 Starts auf der größten amerikanischen Profitour. Warten, das sich für den Münchner ausgezahlt hat, mit 1,6 Millionen US-Dollar Preisgeld. Dazu gibt es jede Menge Selbstvertrauen und einen Startplatz beim ersten Major des Jahres in Augusta. Vielleicht kann er Mitte April in Georgia erneut die Nummer 1 der Welt herausfordern. Dann gibt es eine echte Chance auf eine noch größere Sensation im Golfjahr 2024. Sich.